Herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo. Unser Thema ist die Ernährungspyramide. Es gibt 6 Segmente, die in 3 Farben zugeordnet sind: Grün, Gelb und Rot. Es ist wie ein Ampelsystem aufgebaut. Als erstes kommen die ungesüßten Getränke. Man sollte 6 Gläser trinken, die einen Inhalt von 0,25 ml haben. Tee, Wasser und sogar Kaffee gehören zu dem ersten Segment dazu. Aber keine Milch und kein Zucker zum Kaffee oder Tee geben. Fruchtsäfte sollte man mit Wasser verrühren. Das zweite Segment ist Obst und Gemüse. Obst und Gemüse nimmt 5 am Tag, sagt die DGE-Regel. Am besten 2-mal Obst und 3-mal Gemüse. In einer Gurke, was zum Gemüse zugeordnet ist, besteht aus 97% Wasser. Obst hat viel Fruchtzucker, deswegen sollte man nur 2 Portionen Obst am Tag essen. Das dritte Segment ist Getreide. Kartoffeln, Brot und andere Getreidearten sollte man 4-mal am Tag zu sich nehmen. Das vierte Segment ist Milch- und Fleischprodukte. 3 Portionen Milchprodukte sowie Käse, Quark und Milch und 1-mal Fleisch oder Fisch sollte man am Tag essen. Das fünfte Segment ist Fette und Öle. Man sollte nur 2 Portionen zu sich nehmen, da es sehr ungesund für den Körper ist. Das sechste Segment wird jedem schmecken und das sind die Extras wie Schokolade, Pommes und Eis. Schokolade und Eis ist sehr ungesund für die Zähne. Auch Pommes sind Extras, wenn man sie in der Fritteuse frittiert. Deswegen backt man sie lieber im Backofen.